Ja, damit herzlich willkommen zu einem neuen 63-Video von The Physics Dude. Wir sind hier in der Lokorama und ich mache ja hier mehrere Videos für euch, um die Lokorama für euch ein bisschen näher zu bringen. Und heute ist der zweite Aufnahmetag und ich befinde mich jetzt gerade in historischen Gepäckwagen. Der hat hier sogar ein Gefängnis. Und ich würde sagen, wir starten das Video. Freut euch auf tolle Insights, die ihr vielleicht so alle sehen würdet, wenn ihr herkommt. Und mal schauen, was wir alles entdecken. Und wenn es euch gefällt, kommt auf alle Fälle mal her, wird uns freuen. Und wenn euch das Video gefällt, natürlich einen Daumen nach oben da lassen und einen Kommentar. Wäre noch schön. Also, let's roll it. So, da beginnen wir auch mit dem Rundgang. Wir gehen jetzt gerade vom Eingang weg. Zur linken Seite haben wir den Rottenwagen, der auch immer wieder genutzt wird. Und das Gourmet-Stübeli zur rechten Seite. Das Gleis, wo die Draisine normalerweise fahren würde, sowie die Gartenbahn, sieht man jetzt schlecht, kommt jetzt gleich. Gourmetstübeli und Rottenwagen, die kann man auch mieten, wenn man möchte, wird auch intern von den Vereinen immer wieder genutzt, als ja, Essensstation oder als Treff, also die sind innen komplett revidiert. Die Signalbrücke von Romanzorn, die wurde gerettet, die funktioniert auch noch. Kann man auch teilweise bei Führungen raufgehen und Signale auch selber stellen. Kann ich nur jedem empfehlen. So, das haben wir jetzt im Bereich von der Gartenbahn mit zwei Spurweiten. Die kleinere davon wird meistens von Privaten oder Vereinen genutzt und auf der größeren, das ist jetzt die, wenn man nach vorne schaut, rechts mit der Leichtstahlbahn ist, die größere Spurweite fahren wir meistens. So, das ist der Parkplatz. Er ist quasi auf der anderen Seite jetzt mit ein paar Güterwagen und eine alte Dampflokie sowie einem historischen Signal, das ebenfalls noch funktionstüchtig ist, wird bei Firmen dann immer wieder demonstriert von der Schalttafel, die jetzt hinten bei der Fahne ist. Und jetzt gehen wir mal in den Golden Pass Wagen rein. Das ist normalerweise nicht möglich. Ich habe jetzt da zur Aufnahme die Schlüssel gekriegt und so ist der Wagen von innen. Der fährt auch noch ab und zu auf die Strecke raus. Je nachdem, wenn sie ihn brauchen, sind sie auch mit dem unterwegs. Und man sitzt richtig, richtig fein, dann haben sie mal ausprobiert. Aber man merkt ihm halt das Alter an, ne? So, jetzt gehen wir in den Leichtstahlwagen von der SBB rein. Da haben wir hier, das ist ein Großraum, wenn man so möchte. Da fehlt leider ein Sitz. Aber die Sitze sind noch viel geiler, finde ich. Und gehen dann gleich nochmal in den Wagen durch, bei den Abteilen vorbei. Das ist auch der Wagen, wo ich mit dem anderen Video das Intro gemacht habe. Ja, hier jetzt zur Rechten sind die Abteile. Mache auch nochmal einen Schwenk rein. Da bin ich dann auch drin gesessen. Ich muss sagen, die finde ich viel bequemer als die aktuellen Garnituren. Da war wenigstens noch ein bisschen Qualität mit drin. So, dann gehen wir mal zum hinteren Ende des Wagens. Da hat es dann nochmal einen Großraumabteil. Und ganz zum Schluss ist die Toilette. Da mache ich gerade einen kleinen Schwenker rein. Und dann sieht man auch noch den Güterwagen mit der Kohle für die Zugabahn. Der Dampflok, die leider aktuell kaputt ist. So, jetzt sind wir ganz links im Außenareal und da haben wir die schöne AI66, die einer Privatperson gehört und die auch regelmäßig pflegt. Links davon ist das aktive SBB-Areal, da dürft ihr natürlich nicht rausgehen. Aber da sieht man immer wieder mal interessante Kompositionen dastehen. Und jetzt gehen wir mal quasi im Zaun entlang neben der AS66. Das ist echt schöne Look. Und das war so cool, dass ich da mal reingehen durfte und ja auch das eine Interview machen durfte. Hinten in der Ferne seht ihr gerade noch die restlichen historischen Lokomotiven, sowie auch den Wendekreis der Gartenbahn, samt der Ende der Signalbrücke und den Dienstwagen sowie den Triebwagen, der momentan aufgearbeitet wird. Jetzt aktuell steht er innen drin und nicht mehr draußen. Wir kriegen auch bald neuen Besuch. Dann ist auch das Gleis hier links von mir dann wieder belegt. Ich verrate euch noch nicht, was es ist. Insider dürften es vielleicht schon wissen, zumindest die Schweizer Insider. Und da gehen wir jetzt auf die Drehscheibe zu, die ebenfalls immer wieder genutzt wird, gerade für die ganzen Rangierfahrten hier. Ist natürlich handbetrieben. Darf es ein bisschen arbeiten.
So, und jetzt sitzt ihr gerade da eben auf der anderen Seite, da sind wir vorher unterwegs gewesen. Das ist der Mittelbereich, wo noch diverse Waggons abgestellt sind. Den Triebwagen, den würde ich sehr gerne in Betrieb sehen. Aber ich meine, sie haben noch einen zweiten, da steht ihr drin, in grün. Und der fährt auch regelmäßig. Wäre noch cool, wenn sie den jetzt auch entsprechend aufarbeiten würden. Ich meine, er ist in keinem so schlechten Zustand. Vielleicht vermutlich nur eine äußerliche Aufarbeitung. Und dann können wir da fahren. Und jetzt links ein Wagen der RAB. Das ist ein Custom-Bild, so wie ich das mal gehört habe. In dem werden wir jetzt auch gleich mal reingehen. Dann seht ihr, wie das aussieht. Der ist auch regelmäßig unterwegs. Bei der Parken da rechts. Genau, das ist er jetzt von innen. Sehr interessante Sitzposition. Also gerade für Panoramafahrten kann ich mir das echt schön vorstellen, da drin zu sitzen. Aber halt ziemlich minimalistisch, da ist nicht viel drin. Sitzbänke, ein paar Stühle und gut ist. So, und da sind wir jetzt auf der Drehscheibe. Da fährt auch die Gartenbahn vorbei, ist da angepasst worden. Und eben, normalerweise am Sonntag wird die halt nicht gedreht, solange die Gartenbahn fährt. Und dann wird es wieder abgebaut und dann kann das Ganze wieder aktiv genutzt werden. Also gerade wenn der Goofy beispielsweise unterwegs ist, gibt es auch ein Video auf meinem Kanal. Dann macht er da hier so seine Rangierfahrten. Darf er sogar mitfahren. So, jetzt sind wir quasi am hintersten Ende des Areals. Da stehen noch ein paar Güterwagen, zwei Elektroloks und Ersatzteilspender. Und das Ende der Gartenbahn, man sieht das Kopfgleis, wird dann zum Rangieren genutzt. Man sieht es jetzt gerade, wir gehen gerade auf den Kreis zu, in dem Fall man einen Kreis und dann wird er rangiert. Und dann geht es entweder vorwärts oder zurück über die Drehscheibe oder rückwärts, je nachdem, wie man angefangen hat. Das soll dann auch mal eventuell erweitert werden. Steht aber noch in den Stern. Und dürfte eine 4-4 sein hier. Nicht mehr betriebsfähig. Gehört ebenfalls einer Privatperson. Kann man natürlich nicht rein. Also ich weiß auch gar nicht, wie der Zustand innen drin ist. In der war ich noch nicht drin. Eventuell mache ich dazu nochmal ein Video. Ist leider mit Ketten verschlossen. Müssen wir leider. Denn das normale Schloss reicht ja nicht, weil halt sehr viele Leute, gerade die Hobbyisten, natürlich die Schlüssel haben. Also die Standard-Eisenbahner-Schlüssel. Und halt da reingehen. Teilweise sind die Türen verschweißt und auch die ist jetzt nicht betriebsfähig. Aber ich werde jetzt gleich mal versuchen, die Kamera ans Fenster zu halten, damit ihr mal kurz reinschauen könnt. Es wäre natürlich schön, wenn die noch fahren wird, aber ist natürlich auch eine Geldsache, das halt wieder in Stand zu bringen. Also die AE66 hat die besten Chancen von den Loks, die jetzt da draußen stehen. So, jetzt gehen wir nochmal ran. Bisschen sieht man was. Also da werde ich auf alle Fälle noch ein Follow-up machen, dass wir da mal reingehen dürfen und dass ihr da mal den Maschinenraum seht, Führerstand etc. Und da gehen wir jetzt gerade wieder zurück zum Kopfgleis. Da ist noch ein Gleis dahinter, beziehungsweise bei der Drehscheibe hinten, da stehen noch ein paar andere Sachen. Die alte Rangierlok. Die würde ich persönlich gerne restaurieren. Hätte noch Potenzial. Hat zwar von außen ein bisschen doof aus, aber ich glaube, hätte eine ganz gute Substanz. Kannst du ein bisschen rumfahren. Gehen wir auch gerade mal rein zum Führerstand da. Zulassung wird es vermutlich nicht mehr kriegen, aber fürs Areal wird es reichen. So, das ist jetzt quasi die andere Seite vom Gebäude. Da haben wir auch noch ein paar Sachen dastehen, teilweise auch noch Güterwagen, die restauriert werden sollen. Das ist auch das Gleis auf der linken Seite, wo man dann rausfahren kann. Auf die SBB-Gleise, also auf die Hauptstrecke. Das ist gerade, wenn historische Züge weit kommen oder Lokis, die benutzen das Gleis. Und da hat es dann vorne ein Tor, die ist in der Regel zu, dass man da hier nicht rausgehen kann. Und da steht auch eine unserer Dampflok. Jetzt muss ich gerade nachzählen. 1, 2, 3, ist die vierte Dampflok hier, muss man jetzt haben. Natürlich nicht mehr betriebsfähig. Da wollen wir dann gerade mal raufgehen. Also die steht eigentlich nur noch zu Show da. Natürlich ein paar Teile schon geklaut worden, unter anderem eben Ersatzteilspender. Das wird sich bei der einfach nicht mehr rentieren. So, das ist jetzt oben auf der Dampflok. Also der Boden bricht auch teilweise schon durch, also normalerweise sollte man da hier nicht drauf gehen. Einfach nur, dass ihr das mal gesehen habt.
So, da sind wir jetzt auf der BE44 drauf. Also die könnt hier auch noch runter, es bleibt noch nach hinten weg. Was hat vorne keinen Anschluss mehr. Und das ist einmal von innen. Sie war noch betriebsfähig. Ich weiß nicht, ob sie noch fahren kann. Aber das ist auch das Ende von dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das nächste Video wird dann sein, wo ich euch dann das Gebäude von innen zeige und was da so schön ist, da oben steht. Also, bis zum nächsten Mal. Lasst einen Kommentar da, bis es euch gefallen hat. Und ja, gute Fahrt.